Magie. Wenn man Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht, mit nur einem Wort beschreiben müsste, dann wäre es das. Magie. Kein Film hat mir jemals zuvor an so vielen verschiedenen Stellen Gänsehaut und Freudentränen zugleich beschert. Episode 7 meistert den Spagat, einerseits eine neue Geschichte zu erzählen und sich andererseits an der alten Trilogie der legendären Sternsaga zu orientieren. In dieser Review werde ich nicht spoilern, keine Details zur Story oder Charakteren, nur mein persönliches emotionales Erlebnis und eine oberflächliche Analyse dessen, was fantastisch funktioniert und was vielleicht weniger. Aber Magie muss nicht perfekt sein, sondern verzaubern. Und das tut sie. We need cover! Get ready! Der erste Krieg der Sterne gilt als das Musterbeispiel für das filmdramaturgische Erzählen der Heldenreise. In der Exposition wird der Protagonist aus seiner gewohnten Umgebung gerissen und begibt sich auf ein Abenteuer in einer für ihn neuen und unbekannten Welt. Und Episode 7 hat eine der besten und mitreißendsten Expositionen der gesamten Sternensaga, wenn nicht sogar die beste überhaupt. Und das muss man erstmal schaffen. Im Handumdrehen etabliert der Film die neuen Hauptfiguren. Im Handumdrehen wird klar, wer gut und wer böse ist. Im Handumdrehen taucht der Film ein in eine Welt, die uns erstmals 1977 genauso präsentiert wurde. Besser geht es einfach nicht. Überhaupt ist der Film sehr, sehr selbstreferenziell und versteht sich als direkte Fortsetzung. Die vielen Referenzen erheitern ungemein und zaubern dem kundigen Fan immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Das ist Regisseur J.J. Abrams so auch bei seinem Star Trek Reboot geglückt. Darunter leiden aber teilweise diese Filme hier wie da, wenn sie einen kleinen Ticken zu oft die Vorgänger selbst zitieren und dadurch die Zitate zum Selbstzweck verkommen. Aber dafür sitzt einfach jede humoristische Anspielung und es gilt für alle witzigen Comic Reliefs. Eine Gagquote von nahezu 100% habe ich so sonst noch nirgends erlebt und erst recht nicht in Komödien. Man fühlt sich einfach jederzeit gut unterhalten, genau wie früher. Und genau wie früher wird der Humor durch die Dialoge und die Situationskomik getragen, ohne dabei je zu Slapstick zu verkommen. Man merkt diesen Momenten deutlich die Schreibe von Lawrence Kasdan an. Diese können sich dann auch mit seinem Drehbuch zu Episode 5 und den Kabeleien zwischen Han und Leia messen. Come on. You're imagining things. Am I? Then why are you following me? Afraid I was gonna leave without giving you a goodbye kiss? I just assumed it's a Wookiee. I can arrange that. You could use a good kiss. Und das liegt in erster Linie an den Charakteren. Denn diese Dialoge funktionieren, weil die Charaktere funktionieren. Die drei Protagonisten, Rey, Finn und Poe Dameron, harmonieren perfekt. Um nicht zu sagen, sie schaffen in meinen Augen etwas, was ich zunächst für undenkbar hielt. Sie reichen an das alte Dreiecksgespann Luke, Han und Leia heran. Jede Diskussion um die Besetzung, die im Vorfeld ja durchaus geführt wurde, hat sich damit erledigt. Gerade bei John Boyega, der nicht zuletzt auf seine Hautfarbe reduziert wurde, ist Abrams immer wieder in die Bresche gesprungen. Man habe die Rolle ohne ethnischen Hintergrund geschrieben und einfach nur den Besten für die Figur ausgesucht. Und ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Hat man erstmal Boyega als Finn gesehen, könnte ich mir keinen besseren als ihn vorstellen. Nicht mal ansatzweise. Gleichzeitig ist Rey eine der emotional bindendsten und auch stärksten weiblichen Hauptfiguren seit gefühlten Dekaden. Doch obwohl es die Geschlechterverteilung anders vermuten lässt, erkundet der Film eine ganz eigene Konstellation für die Gruppendynamik. Und so nimmt Oscar Isaac als der beste Pilot der Galaxis, Poe Dameron, die Rolle eines schelmischen Draufgängers ein, den man einfach mögen muss. Und das gilt erst recht für den heimlichen Star des Films. BB-8 kann trotz der Kugelform in die Fußstapfen von R2-D2 und C-3PO treten und ist ganz nebenbei der herzallerliebste Droide seit Wall-E. Dafür kann man Episode 7 einfach nicht genug loben. Die Protagonisten, denen wir schließlich folgen und deren Motive wir nachvollziehen können müssen, könnten einfach nicht besser getroffen sein. Das ist das unerwartete Meisterstück des Films. Da ich den Film sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch gesehen habe, ein Wort zur Synchronisation. Diese ist sehr gut und gerade Nostalgiker wie ich freuen sich über die Rückkehr der alten Synchronstimmen.
Dennoch kann die Übersetzung die Dynamik zwischen Finn, Poe und Rey nicht 1:1 transportieren. Man wird etwas weniger schmunzeln müssen. Are we really doing this? BB-8, hold on! Und mit dem Antagonist betritt der Film erstmals Neuland, denn der ist trotz aller offensichtlicher Vader-Referenzen komplett auf Augenhöhe mit den Helden. Seine Motive sind uns nicht gänzlich schleierhaft, sondern erzählen von einem tragischen, tiefen Fall. Eine Figur, die neugierig macht. Dagegen fallen einige, aber wenige, Nebencharaktere fast schon leicht deplatziert aus, um nicht zu sagen, angesichts der Geschichte unterrepräsentiert. Hier offenbart sich zum einen eine Stärke des Films, als auch eine der größten Schwächen. Er lässt Raum für die Fantasie und davon manchmal zu viel. Einst wurde bei Episode 4 nicht ausreichend erklärt, wer denn der Senat, der Imperator oder gar die noch unerwähnten Sith sind. Und das beflügelt angesichts dieser opernhaften Handlung die Vorstellungskraft. Dem eifert das Erwachen der Macht nach, lässt aber den Zuschauer teilweise zu unbefriedigt zurück. Denn der Film ist in erster Linie eines, der Auftakt zu einer neuen Trilogie. Das war zwar eine neue Hoffnung auch, funktionierte aber genauso gut als in sich geschlossener Film. Und das Imperium schlägt zurück mag zwar nur eine Fortsetzung sein, das undankbare Zwischenstück funktionierte aber trotz offenem Ende genauso gut als eigenständiger, dramaturgisch runder Film. Episode 7 ist das alles nicht, zumindest nicht genug. Man möchte einfach sofort mehr sehen, aber nicht, weil der Film so gut ist, was er ja ist, sondern weil man das Gefühl hat, den von vornherein ersten Teil einer sehr viel größeren Geschichte erlebt zu haben. Die größte dramaturgische Schwäche ist aber die allzu häufige Plot-Convenience, also Ereignisse, die die Handlung voranbringen oder entscheidend beeinflussen, jedoch nur passieren, weil es die Handlung verlangt und nicht, weil es innerhalb des Films wirklich logisch ist. Schade. Auf der technischen Seite ist dem Film überhaupt nichts vorzuwerfen. Die handgemachten Effekte, die Kostüme, die Sets, einfach die Liebe zum Detail ist jederzeit spürbar. Und die Kamera ist dynamisch, intelligent und mutig. Die Bildsprache traut sich sogar klassische Kunstfilme wie Ein andalusischer Hund zu zitieren. Da der Film nativ auf echtem, analogen Film gedreht wurde und deswegen nicht in echtem 3D, enttäuscht die zwar gute, aber unspektakuläre 3D-Konvertierung. Who are you? I'm no one. Heute wie damals stammt der Score von John Williams. Zum Teil angenehm unaufgeregt, aber die Akzente setzen die neu intonierten alten Stücke. Bei Star Wars allerdings ein Luxusproblem. Am liebsten gar nichts sagen möchte ich zumindest an dieser Stelle zum unvermeidlichen Lichtschwertkampf. Aber J.J. Abrams hat Wort gehalten. Er fühlt sich rauer, primitiver und vor allem aggressiver an als in der Prequel-Trilogie, ist jedoch zugleich eine sichtbare Weiterentwicklung zur alten. In jedem Falle sehr intensiv und nicht umsonst die Lieblingsszene von Harrison Ford. Und zur alten Garde werde ich nichts sagen, außer, dass Mark Hamill nicht übertrieben hatte, als er zu mir sagte, dass wirklich die neue Generation im Mittelpunkt steht. You know, our participation is more analogous to, say, Guinness or Cushing's contributions in the older film. They've got the keys to the kingdom, we're just got visitor's passes. Doch das Wiedersehen wird einem das Herz aufgehen lassen. Denn Episode 7 ist trotz aller Kinderkrankheiten einfach magisch. Und ist vor allem eines, ein Versprechen. Ein Versprechen von einer neuen Geschichte für eine neue Generation. Und diese in den nachfolgenden Filmen erleben zu dürfen, kann ich jetzt tatsächlich noch weniger abwarten als jemals zuvor.